Ich bin alt genug, um mich an die Weltwirtschaftskrise zu erinnern. Der Großteil meiner Familie gehörte der Arbeiterklasse an und war arbeitslos. Es war schlimm, subjektiv gesehen viel schlimmer als heute. Aber man erwartete, dass es besser werden würde. Es gab echte Hoffnung. Die gibt es heute nicht. Das heutige Ausmaß an Ungleichheit ist beispiellos. Insgesamt ist sie vergleichbar mit den schlimmsten Zeiten der Geschichte Amerikas. Aber sieht man genauer hin, ist die Ungleichheit ein Resultat des extremen Wohlstands eines winzigen Teils der Bevölkerung, vom Bruchteil eines Prozents. Es gab zwar Zeiten wie beim Wirtschaftsboom in den 20ern und die wilden 90er, in denen sich eine Situation ähnlich der heutigen entwickelte. Die derzeitige Situation ist aber extrem, denn sieht man sich die Verteilung des Wohlstands an, ist die Ungleichheit größtenteils das Resultat von Superreichtum. Tatsächlich ist nur das oberste Zehntel eines Prozents der Bevölkerung superreich. Das ist nicht nur an sich extrem ungerecht, diese Ungleichheit hat extrem negative Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes. Denn allein ihre Existenz hat schädliche, zerstörerische Auswirkungen auf die Demokratie. Es fängt mit dem American Dream an. Teil dieses Traums ist gesellschaftliche Mobilität. Man wird arm geboren, arbeitet hart, wird reich. Früher konnte ein Arbeiter einen anständigen Job finden, ein Haus und ein Auto kaufen, seine Kinder zur Schule schicken. All das ist zusammengebrochen. Stellen Sie sich vor, Sie sehen als Außerirdischer vom Mars zu. Was sehen Sie? In den Vereinigten Staaten bekennt man sich zu Werten wie der Demokratie. In einer Demokratie hat die öffentliche Meinung einen gewissen Einfluss auf die Politik. Die Regierung setzt Maßnahmen, die durch die Bevölkerung bestimmt wurden. Das bedeutet Demokratie. Die privilegierten und mächtigen Sektoren waren nie Freunde der Demokratie, aus gutem Grund. Durch die Demokratie wird Macht in die Hände der allgemeinen Bevölkerung gelegt und ihnen weggenommen. Es geht also um das Prinzip der Konzentration von Wohlstand und Macht. Die Konzentration von Wohlstand bringt die Konzentration von Macht mit sich. Die Kosten für Wahlkämpfe schnellen in die Höhe. Das wiederum macht die politischen Parteien abhängig von großen Unternehmen. Diese politische Macht führt zu einer Gesetzgebung, die die Konzentration von Wohlstand fördert. Die Finanzpolitik, wie zum Beispiel Steuerpolitik, Deregulierung und eine Reihe politischer Maßnahmen, ist also so gestaltet, dass sie die Konzentration von Reichtum und Macht fördert, was wiederum mehr politische Macht zum selben Zweck hervorbringt. Und genau das können wir beobachten. Es ist also ein Teufelskreis.
Das hat eine lange Tradition. Schon Adam Smith schrieb darüber 1776 in seinem Werk »Der Wohlstand der Nationen«. Er sagt, dass in England die wesentlichen Architekten der Politik jene Personen sind, die die Gesellschaft besitzen. Damals Kaufleute und Fabrikbesitzer. Sie sorgen dafür, dass man sich um ihre eigenen Interessen gut kümmert, egal welche schwerwiegenden Konsequenzen das für die Bevölkerung Englands hat. Heute sind es nicht mehr Kaufleute und Fabrikbesitzer, sondern Finanzinstitute und multinationale Konzerne. Jene Menschen, die Adam Smith Herren der Welt nannte. Und sie folgen einem abscheulichen Grundsatz. Alles für uns und nichts für die anderen. Sie verfolgen eine Politik, die ihnen nützt und allen anderen schadet. Und nachdem die Reaktion der Allgemeinbevölkerung ausbleibt, haben wir den Zustand, der zu erwarten war. Im Laufe der Geschichte Amerikas gab es einen anhaltenden Konflikt zwischen dem Drängen auf mehr Freiheit und Demokratie von unten und dem Streben nach Herrschaft und Kontrolle durch die Elite von oben. Das alles geht zurück auf die Gründung des Landes. James Madison, der Vater der Verfassung, der so viel wie jeder andere auf der Welt damals an die Demokratie glaubte, war der Meinung, dass das System der Vereinigten Staaten so gestaltet sein sollte und auf seine Initiative auch so gestaltet wurde, dass die Macht in den Händen der Wohlhabenden liegt. Denn die Wohlhabenden sind die verantwortungsbewussteren Menschen. Und deshalb wurde durch die Verfassung die meiste Macht dem Senat verliehen. Damals wurde der Senat ja nicht gewählt. Seine Mitglieder wurden von den Wohlhabenden ausgesucht. Menschen, die, wie Madison es nannte, Verständnis für Eigentümer und deren Rechte haben. Während der Constitutional Convention erklärte Madison, das Hauptanliegen der Gesellschaft muss es sein, die Minderheit der Reichen vor der Mehrheit zu schützen. Und er hatte Argumente. Angenommen, jeder könne wählen. Er sagte, die Mehrheit der Armen würde sich zusammentun und sich organisieren, um das Eigentum der Reichen wegzunehmen. Und, sagte er, das wäre offensichtlich ungerecht, also darf es nicht passieren. Und deshalb muss die Verfassung so aufgebaut sein, dass sie die Demokratie verhindert. Auch diese Diskussion hat eine uralte Tradition. Sie geht zurück auf das erste bedeutsame Buch über politische Systeme, Aristoteles' Politik. Er sagt, von all diesen Systemen ist die Demokratie das Beste, weist dann aber auf denselben Makel hin, den Madison erwähnt. Wäre Athen eine Demokratie des freien Mannes, würden sich die Armen zusammentun und die Reichen enteignen. Tja, dasselbe Dilemma, aber entgegengesetzte Lösungen. Aristoteles schlug etwas vor, das wir heutzutage Wohlfahrtsstaat nennen würden. Er sagte, man solle versuchen, die Ungleichheit zu verringern. Das ist eine Lösung. Die andere ist es, die Demokratie zu verringern. Sieht man sich die Geschichte der Vereinigten Staaten an, gibt es einen anhaltenden Konflikt zwischen diesen beiden Richtungen. Die eine ist die demokratisierende Richtung, die hauptsächlich von der Bevölkerung ausgeht, Druck von unten. Die 1960er waren zum Beispiel eine Zeit bedeutender Demokratisierung. Teile der Bevölkerung, die sonst passiv und apathisch waren, organisierten sich, wurden aktiv und begannen, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und
Sie beteiligten sich immer mehr an der Entscheidungsfindung, am Aktivismus und so weiter. Das hat das Bewusstsein auf viele verschiedene Arten verändert. Minderheitenrechte. Wenn Demokratie Freiheit bedeutet, wieso sind unsere Leute da nicht frei? Wenn sie Gerechtigkeit bedeutet, wo ist dann die Gerechtigkeit? Wenn sie Gleichheit bedeutet, wieso sind wir nicht gleich? Frauenrechte. Dieses unmenschliche System der Ausbeutung wird sich ändern. Aber nur, wenn wir es dazu zwingen, sich zu ändern. Und wenn wir das gemeinsam tun. Interesse für die Umwelt. Es endet ein einzigartiger Tag in der Geschichte Amerikas. Ein Tag, an dem sich die Menschen einer ganzen Nation zusammentun, weil sie überleben wollen. Widerstand gegen Gewalt. Allen, die unseren Kampfgeist kritisieren, sage ich, wenn ihnen Recht und Ordnung ernst sind, dann sollten sie das zuerst der Bevölkerung Vietnams oder den Schwarzen und Armen in unserem eigenen Land zuteil werden lassen. Sorge um andere Menschen. Eines Tages müssen wir uns fragen, warum gibt es 40 Millionen Arme in Amerika? Das betrifft das wirtschaftliche System, eine breitere Verteilung des Wohlstands, die Umstrukturierung der gesamten amerikanischen Gesellschaft. All das hatte zivilisatorische Züge. Und das verursachte große Angst. Ich habe die Macht der Reaktion auf dieses zivilisatorische Bewusstsein in den 60ern nicht erwartet. Ich habe die Stärke der Reaktion nicht erwartet. Die Auswirkungen. Seit den 70ern gibt es eine gewaltige gemeinsame Offensive der Geschäftswelt mit dem Ziel, die Bemühungen um Gleichheit der nächsten Jahre einzudämmen. Man sieht sie in vielerlei Hinsicht. Auf der rechten Seite sieht man sie beim berühmten Powell-Memorandum, das Powell, später Richter am obersten Gerichtshof der größten Wirtschaftslobby, an die Wirtschaftskammer schickte. Darin warnte er davor, dass die Geschäftswelt die Kontrolle über die Gesellschaft verliere und dass etwas dagegen getan werden müsste. Er begründete es natürlich mit Worten der Verteidigung, um uns selbst gegen eine außenstehende Macht zu verteidigen. Sieht man genauer hin, ist es aber ein Aufruf an die Geschäftswelt, ihre Kontrolle über Ressourcen auszunutzen, um gegen die Welle der Demokratisierung vorzugehen. Auf der Seite der Liberalen finden wir etwas sehr Ähnliches. Der erste wesentliche Bericht der Trilateralen Kommission befasst sich damit. Er nennt sich die Krise der Demokratie. Die Trilaterale Kommission besteht aus liberalen Internationalisten. Ihre Ausrichtung lässt sich daran erkennen, dass sie im Wesentlichen Mitarbeiter der Carter-Regierung waren. Auch sie waren entsetzt über die demokratisierenden Bewegungen der 60er und waren der Meinung, dass wir darauf reagieren sollten. Ihre Sorge war, dass sich ein Überschuss an Demokratie entwickeln könnte. Ehemals passive und gehorsame Teile der Bevölkerung bildeten Interessensvertretungen, Special Interests, und versuchten, in der Politik mitzumischen. Die Reaktion darauf war, das übt zu viel Druck auf den Staat aus. Er kann mit diesem ganzen Druck nicht umgehen. Sie mussten also wieder passiv und entpolitisiert werden. Besonders die Entwicklung unter jungen Menschen machte ihnen Sorgen. Die jungen Leute werden zu frei und unabhängig. So wie sie es darstellten, war es ein Versagen von Seiten der Schulen, Universitäten, Kirchen, jener Einrichtungen, deren Aufgabe die Indoktrinierung junger Menschen war. Deren Aussage, nicht meine.
Es gibt aber einen Bereich, den Sie nie erwähnen, die Privatwirtschaft. Und das ergibt Sinn, denn das ist nationales Interesse. Dort darf man Lobbyisten haben, Kampagnen kaufen, das ist in Ordnung. Es ist die Allgemeinbevölkerung, die gebändigt werden muss. Tja, so sieht's aus. Das ist die ideologische Seite der Auswirkungen. Aber die eigentliche Gegenreaktion, die parallel dazu erfolgte, war die Umgestaltung der Wirtschaft. Since the 1970s, there's been a Seit den 1970ern bemühen sich die Herren der Welt, die Besitzer der Gesellschaft, die Wirtschaft in zentralen Punkten zu verändern. Zum Beispiel, um die Funktion der Finanzinstitute zu vergrößern. Banken, Wertpapierfirmen und so weiter. Versicherungsgesellschaften. Im Jahr 2007, genau vor dem letzten Crash, hatten sie tatsächlich 40% der Unternehmensgewinne, weit mehr als jemals in der Vergangenheit. Far beyond anything in the past. In den 1950ern, wie viele Jahre davor, basierte die Wirtschaft der Vereinigten Staaten größtenteils auf Produktion. Die Vereinigten Staaten waren das größte Produktionszentrum der Welt. Finanzinstitute machten einen relativ kleinen Teil der Wirtschaft aus. Und ihre Aufgabe war es, ungenütztes Vermögen, wie zum Beispiel Gespartes, auf Produktionstätigkeiten zu verteilen. Banken haben immer etwas Geld zur Hand, das sie von Aktionären und Kontoinhabern bekommen haben. Auf Grundlage dieser Barbestände dienen Banken der Gemeinschaft, weil sie Kredite vergeben. Für einen Fabrikbesitzer, der in schlechten Verkaufszeiten sonst nicht genügend Einnahmen hat, für einen Händler, der sein Geschäft vergrößern und umgestalten möchte, und für andere Zwecke, für die die Menschen mehr Geld brauchen. Das ist ein Beitrag zur Wirtschaft. Ein Regulierungssystem wurde eingeführt, die Banken wurden reguliert. Geschäftsbanken und Investmentbanken wurden getrennt und in ihren riskanten Investitionsangewohnheiten eingeschränkt, die Privatpersonen schaden konnten. Wenn Sie sich erinnern, gab es während der Regulierungsperiode keine Crashs. In den 70ern änderte sich das. Spekulative Kapitalflüsse stiegen in astronomische Höhen. Es gab riesige Veränderungen im Finanzsektor, von traditionellen Banken bis hin zu riskanten Investments, komplizierten Finanzinstrumenten, Geldmanipulation und so weiter. Die Produktion war immer weniger das Geschäft des Landes. Das wichtigste Geschäft waren Geschäfte. Das sieht man sogar an der Auswahl der Vorstände. Der Vorstand eines großen amerikanischen Unternehmens in den 50ern und 60ern war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ingenieur, jemand, der einen Abschluss von einer Universität wie dem MIT hatte, vielleicht in Industriemanagement. Seit kurzem sind der Vorstand und die Führungspositionen von Leuten besetzt, die Wirtschaftsstudien abgeschlossen haben und alle Finanztricks kennen. Ab den 1970ern konnte zum Beispiel General Electric mehr Gewinn durch Geldspiele machen, als es allein durch die Produktion in den Vereinigten Staaten möglich war. Man darf nicht vergessen, dass General Electric heute im Wesentlichen eine finanzielle Einrichtung ist. Die Hälfte der Gewinne der Firma entsteht allein durch das Bewegen von Geld über komplizierte Wege. Es ist nicht wirklich klar, ob sie irgendetwas tun, das für die Wirtschaft von Wert ist. Das ist ein Phänomen, der Finanzmarktkapitalismus. Damit einher geht die Verlagerung der Produktion ins Ausland.
Das Handelssystem wurde explizit so wieder aufgebaut und gestaltet, dass Arbeiter auf der ganzen Welt miteinander in Wettbewerb stehen. Das hat zu einer Einkommensminderung für Arbeiter geführt. Es ist besonders in den Vereinigten Staaten auffällig, passiert aber weltweit. Ein amerikanischer Arbeiter steht also im Wettbewerb mit einem ausgebeuteten Arbeiter in China. Hochbezahlte Fachkräfte werden gleichzeitig geschützt. Sie stehen nicht in Wettbewerb mit dem Rest der Welt. Gar nicht. Und Kapital kann sich natürlich frei bewegen. Arbeiter können das nicht. Arbeit kann sich nicht frei bewegen, Kapital schon. Um auf die Klassiker wie Adam Smith zurückzukommen, wie er betonte, ist der freie Arbeitsverkehr die Grundlage des freien Handels. Aber die Arbeiter sitzen mehr oder weniger fest. Die Wohlhabenden und Privilegierten werden geschützt. Das hat offensichtliche Konsequenzen. Diese Konsequenzen werden erkannt und finden sogar Zustimmung. Die Politik ist so gestaltet, dass sie die Unsicherheit vergrößert. Alan Greenspan erklärte bei seiner Aussage vor dem US-Kongress den Erfolg in der Wirtschaft mit dem unsicheren Status der Arbeiter. Seit ein paar Jahren ist ein typisches Hindernis für Gehaltssteigerungen erkennbar. Aber wie ich schon in meiner Aussage letzten Monat skizziert habe, glaube ich, dass die Arbeitsplatzunsicherheit die tragende Rolle spielt. Haben Arbeiter unsichere Jobs, bleiben sie unter Kontrolle. Sie werden zum Beispiel nicht angemessene Gehälter oder angemessene Arbeitsbedingungen oder die Möglichkeit zur freien Vereinigung, also das Bilden von Gewerkschaften, fordern. Für die Herren der Welt ist das in Ordnung so. Sie bekommen ihre Gewinne. Aber für die Bevölkerung hat das verheerende Folgen. Diese zwei Prozesse, die Finanzialisierung und das Offshoring, sind Teil dessen, was zu dem Teufelskreis der Konzentration von Wohlstand und Macht geführt hat. Ich heiße Noam Chomsky und ich bin Fakultätsmitglied am MIT. In den letzten Jahren habe ich mich immer mehr bei Antikriegsbewegungen engagiert. Noam Chomsky ist in zweierlei Hinsicht international renommiert. Als einer der nationalen Führer der amerikanischen Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg und als Professor der Sprachwissenschaften, der, noch bevor er 40 war, die Essenz seines Fachs komplett verwandelt hatte. Sie werden mit der Neuen Linken identifiziert, was auch immer das ist. Sie waren sowohl Aktivist als auch Autor. Professor Noam Chomsky steht für jeden weit vorne auf der Liste der Helden der Neuen Linken. Dieses Ansehen hat er während der letzten 2 oder 3 Jahre erreicht, in denen er sich von der amerikanischen Außenpolitik und im Extremfall sogar von Amerika selbst distanzierte. Der Begriff Anti-Amerikaner ist eigentlich ziemlich interessant. Er ist eigentlich ein totalitärer Begriff. Er wird in freien Gesellschaften nicht verwendet. Wenn zum Beispiel jemand in Italien Berlusconi oder die Korruption des italienischen Staates anprangert, sagt man nicht Anti-Italiener. Wäre das so, würden die Leute auf den Straßen Roms oder Mailands vor Lachen zusammenbrechen. Der Begriff wird in totalitären Staaten verwendet. In der Sowjetunion wurden Andersdenkende Anti-Sowjets genannt. Das war die schlimmste Verurteilung. In der brasilianischen Militärdiktatur wurden sie Anti-Brasilianer genannt. Es stimmt zwar, dass Kritiker in fast jeder Gesellschaft schlecht behandelt werden, abhängig von der Gesellschaft auf verschiedene Arten. In der Sowjetunion käme Václav Havel ins Gefängnis.
In einer US-Kolonie wie El Salvador hingegen würde er von den staatsterroristischen Kräften eine Kugel in den Kopf gejagt bekommen. In anderen Gesellschaften würde er nur verdammt oder geächtet werden und so weiter. In den Vereinigten Staaten ist Anti-Amerikaner ein Schimpfwort. Es gibt auch ein paar andere, wie zum Beispiel Marxist. Es gibt eine ganze Reihe Schimpfwörter. Aber in den Vereinigten Staaten hat man ein hohes Ausmaß Freiheit. Man wird von ein paar Leuten diffamiert, na und? Man macht trotzdem weiter, führt seine Arbeit fort. Diese Konzepte ergeben sich nur in einer Kultur, in der man, wenn man die Staatsmacht kritisiert, und damit meine ich nicht nur die Regierung, sondern die Macht staatlicher Unternehmen, wenn man konzentrierte Macht in Frage stellt, ist man gegen die Menschen. Es ist ziemlich verblüffend, dass das in den Vereinigten Staaten verwendet wird. Soweit ich weiß, sind die USA die einzige demokratische Gesellschaft, in der dieses Konzept angewandt wird. Das ist eines der Elemente der Elitenkultur, die ziemlich hässlich sind. Der American Dream war, wie viele Ideale, teils symbolisch und teils real. Die 1950er und 60er waren die größte Wachstumsperiode in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte, das goldene Zeitalter. Das Wachstum war relativ gleichmäßig. Das unterste Fünftel der Bevölkerung spürte in etwa dieselbe Verbesserung wie das oberste Fünftel. Und es gab sozialstaatliche Maßnahmen, die das Leben für einen großen Teil der Bevölkerung besser machten. Schwarze konnten zum Beispiel einen angemessenen Job in einer Autofabrik finden, sich ein Zuhause leisten, ein Auto kaufen, die Kinder zur Schule schicken und so weiter. Das galt für alle. Als die Vereinigten Staaten in erster Linie ein Produktionszentrum waren, mussten sie sich um ihre eigenen Kunden kümmern, in den USA. Henry Ford ist berühmt dafür, dass er die Gehälter seiner Arbeiter erhöhte, damit sie sich Autos leisten konnten. In einer Plutonomie, wie es die Banken gerne nennen, der kleine Prozentsatz der Weltbevölkerung, der immer wohlhabender wird, sind die Bedürfnisse amerikanischer Konsumenten viel weniger wichtig, weil die meisten von ihnen die Produkte ohnehin nicht konsumieren werden, zumindest nicht in großem Umfang. Die Ziele sind Gewinn im nächsten Quartal, auch wenn er durch finanzielle Manipulation entsteht. Ein hohes Gehalt, hohe Bonuszahlungen, im Ausland produzieren, wenn es sein muss, und für die wohlhabenden Klassen hier und ihre Pendants im Ausland zu produzieren. Und der Rest? Es gibt auch für Sie einen Begriff, der immer gebräuchlicher wird. Sie heißen Prekariat. Das prekäre Proletariat, die arbeitenden Menschen der Welt, die in zunehmend prekären Lebensverhältnissen leben. Und das hängt mit der Einstellung zum Land als Ganzes zusammen. Während dieser Periode großen Wirtschaftswachstums in den 50ern und 60ern, aber auch früher, mussten Wohlhabende bei weitem höhere Steuern zahlen. Unternehmenssteuern, Dividendensteuern, Vermögenssteuern generell waren einfach viel höher. Das Steuersystem wurde daher so umgestaltet, dass die Steuern der Wohlhabenden reduziert wurden und die Steuerlast für den Rest der Bevölkerung dementsprechend wuchs.
Jetzt versucht man wiederum, lediglich Gehalt und Konsumation zu versteuern, was jeder muss, und nicht zum Beispiel Dividenden, was nur die Reichen betrifft. Die Zahlen sind ziemlich eindeutig. Es gibt natürlich einen Vorwand, den gibt es immer. In diesem Fall ist es der Vorwand, dass dadurch Investitionen steigen und Jobs entstehen. Aber dafür gibt es keinen Beweis. Wenn ihr mehr Investitionen wollt, gebt den Armen und Arbeitern Geld. Sie müssen ja leben, also geben sie ihr Einkommen aus. Das regt die Produktion an, führt zu Investitionen und Stellenzuwachs und so weiter. In der Ideologie der Herren der Welt sieht man das anders. Zurzeit ist es fast absurd. Den Unternehmen sprießt das Geld aus der Tasche. General Electric zahlt tatsächlich keine Steuern und fährt enorme Gewinne ein. Sie können ihre Gewinne woanders ausgeben oder zurückstellen, müssen aber keine Steuern zahlen. Und das ist üblich. Die größten amerikanischen Unternehmen haben die Last, die Gesellschaft zu erhalten, dem Rest der Bevölkerung aufgeladen. Solidarität ist ziemlich gefährlich. Nach Ansicht der Herren der Welt sollte man sich nur um sich selbst und nicht um andere kümmern. Das ist eine ganz andere Ansicht als die ihrer angeblichen Helden wie Adam Smith, dessen Zugang zur Wirtschaft auf dem Prinzip basierte, dass Mitgefühl eine grundlegende menschliche Eigenschaft ist. Aber das muss den Leuten ausgetrieben werden. Man muss sich um sich selbst kümmern, nach dem Grundsatz »Pfeif auf die anderen«. Was für die Reichen und Mächtigen kein Problem ist, aber für alle anderen verheerende Folgen hat. Es hat einige Mühen gekostet, den Menschen diese grundlegenden menschlichen Gefühle auszutreiben. Wir sehen es heute in der Politik, zum Beispiel, wenn das Konzept der Sozialversicherung infrage gestellt wird. Die Sozialversicherung basiert auf dem Prinzip der Solidarität. Solidarität, sich um andere kümmern. Sozialversicherung bedeutet, ich zahle Lohnsteuer, damit die Witwe am anderen Ende der Stadt etwas zum Leben hat. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt davon. Die Reichen haben nichts davon, deshalb versuchen sie gemeinsam, dieses System zu zerstören. Eine Möglichkeit ist, es nicht mehr zu finanzieren. Sie wollen ein System zerstören? Finanzieren Sie es nicht mehr, dann hört es auf zu funktionieren. Die Menschen werden wütend. Sie wollen etwas anderes. Das ist die Standardmethode der Privatisierung. Man sieht es, wenn das öffentliche Schulsystem angegriffen wird. Öffentliche Schulen basieren auf dem Prinzip der Solidarität. Meine Kinder gehen nicht mehr zur Schule. Sie sind erwachsen. Aber das Prinzip der Solidarität besagt, ich zahle gerne Steuern, damit die Kinder von gegenüber zur Schule gehen können. Das sind normale menschliche Emotionen. Das muss man den Leuten austreiben. Meine Kinder gehen nicht zur Schule, wieso sollte ich Steuern zahlen? Privatisiert das Ganze und so weiter. Das öffentliche Bildungssystem, vom Kindergarten bis zur Hochschule, wird heftig angegriffen. Das ist ein Juwel der amerikanischen Gesellschaft. Gehen wir zurück ins goldene Zeitalter, in die Zeit immensen Wachstums in den 50ern und 60ern. Viel davon basiert auf kostenloser öffentlicher Bildung. Eine der Folgen des Zweiten Weltkriegs war die GI Bill of Rights, die es Veteranen ermöglichte, ein College zu besuchen. Anders wäre ihnen das nicht möglich gewesen. Wenn eine Gemeinde, ein Staat oder eine Nation einen erheblichen Teil der Ressourcen in Bildung investiert, resultiert diese Investition wiederum in einer besseren Wirtschaft und höheren Lebensstandards.
Die USA waren allen weit voraus, was die Entwicklung eines umfangreichen öffentlichen Bildungswesens angeht. Mittlerweile werden in mehr als der Hälfte der Bundesstaaten Hochschulen über Studiengebühren finanziert und nicht vom Staat. Das ist eine radikale Veränderung, eine große Last für Studenten. Es bedeutet, dass Studenten, die nicht aus wohlhabenden Familien kommen, das College mit hohen Schulden abschließen. Und damit ist man gefangen. Vielleicht würdest du als junger Anwalt lieber im Allgemeininteresse tätig sein, musst aber in einer Wirtschaftskanzlei arbeiten, um die Schulden abzubezahlen. Und wenn du einmal Teil dieser Kultur bist, kommst du nicht mehr raus. Das gilt für alle Bereiche. In den 1950ern war die Gesellschaft wesentlich ärmer als heute, konnte aber dennoch leicht ein im Wesentlichen kostenloses Hochschulsystem erhalten. Heute behauptet eine viel reichere Gesellschaft, keine Ressourcen dafür zu haben. Das passiert genau vor unseren Augen. Dadurch werden Prinzipien untergraben, die nicht nur einfach menschlich sind, sondern die Grundlage des Wohlstands und der Gesundheit dieser Gesellschaft sind. Sieht man sich die Geschichte der Regulierung an, zum Beispiel Eisenbahnvorschriften, Finanzregulierung und so weiter, sieht man, dass sie häufig entweder von jenen Wirtschaftsbereichen, die reguliert werden sollen, initiiert oder von ihnen unterstützt werden. Der Grund dafür ist, dass sie wissen, sie werden früher oder später die Macht über diese Regulierungsbehörden übernehmen. Das alles läuft hinaus auf etwas, das sich Regulatory Capture nennt. Die Sparte, die reguliert wird, bestimmt über die Regulierungsbehörden. Banklobbyisten schreiben Finanzvorschriften. So schlimm kann es sein. Das kann man quer durch die Geschichte beobachten und es ist eigentlich eine natürliche Entwicklung, wenn man sich die Machtverteilung ansieht. In den 1970ern hat sich Lobbying extrem verbreitet, und zwar, weil die Geschäftswelt erpicht darauf war, die Gesetzgebung zu kontrollieren. Die Fortschritte im Sozialsystem in den 60ern, die besonders von Richard Nixon ausgingen, lösten Verärgerung in der Geschäftswelt aus. Er war der letzte New Deal-Präsident und sie sahen das als Klassenverrat. Während der Nixon-Regierung kamen Verbraucherschutzgesetze, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften am Arbeitsplatz, die EPA, die amerikanische Umweltschutzbehörde. Unternehmern gefiel das natürlich nicht. Sie mochten die hohen Steuern nicht. Sie mochten die Vorschriften nicht. Sie starteten einen gemeinsamen Versuch, alles zu verhindern. Lobbying stieg drastisch an. Die Deregulierung schritt mit regelrechter Wut voran. In den 50ern und 60ern gab es keine Finanzkrisen, weil es immer noch den regulatorischen Apparat des New Deals gab. Als dieser langsam aufgrund des Drucks von Unternehmen und Politik zerbröckelte, folgten mehr und mehr Crashs. Das zieht sich immer weiter so durch die Jahre. Es beginnt in den 70ern und in den 80ern geht es so richtig los. Der Kongress wurde ersucht, dem Automobilunternehmen Bundesbürgschaften bis zu 1,5 Milliarden Dollar zu gewähren. Das ist alles relativ sicher, solange man weiß, dass die Regierung einem zu Hilfe eilen wird. Nehmen wir zum Beispiel Reagan. Anstatt sie die Kosten tragen zu lassen, hat Reagan Banken wie Continental Illinois aus der Patsche geholfen. Die damals größte Bankenrettung in der Geschichte Amerikas. Seine Amtsperiode beendete er mit einer riesigen Finanzkrise, der Savings-and-Loan-Krise, und die Regierung musste einschreiten.
Präsident Bush hat heute die Savings and Loan Bill mit 300 Milliarden Dollar unterzeichnet. 1999 wurde die Trennung von kommerziellen und Investmentbanken widerrufen. Und dann folgten die Bankenrettungen von Bush und Obama. Bear Stearns braucht die Zentralbank, um sich über Wasser halten zu können. Präsident Bush hat heute seine Entscheidung, ein Rettungspaket zu schnüren, verteidigt. Er forderte eine Gesamtsumme in Höhe von 3 Milliarden Dollar und mehr. Die Summe könnte noch höher werden, was auf immer größer werdende Probleme in der US-Wirtschaft hindeutet. Und sie arbeiten schon am nächsten Problem. Jedes Mal greift man auf den Steuerzahler zurück, um jene zu retten, die die Krise überhaupt geschaffen haben, die großen Finanzinstitute. In einer kapitalistischen Wirtschaft würde man das nicht tun. In einem kapitalistischen System wäre das das Ende jener Investoren, die riskant investiert haben. Aber die Reichen und Mächtigen wollen kein kapitalistisches System. Sie wollen zu ihrem überfürsorglichen Staat laufen können, sobald sie in Schwierigkeiten sind. Sie sind systemrelevant oder too big to fail. Manche Experten widersprechen unserem derzeitigen Kurs vehement. Joe Stiglitz, Paul Krugman und so weiter. Niemand von ihnen wurde gefragt. Es wurden jene um Hilfe gebeten, die die Krise überhaupt erst geschaffen hatten. Die Leute um Robert Rubin oder Goldman Sachs. Sie haben die Krise zu verantworten und sind noch mächtiger als davor. Ist das Zufall? Ist es nicht, wenn man diese Leute auswählt, um einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Ich meine, was erwarten Sie sich? Gleichzeitig müssen die Armen mit den Grundsätzen des Marktes leben. Erwartet euch keine Hilfe von der Regierung. Die Regierung ist das Problem, nicht die Lösung. Und so weiter. Das ist im Wesentlichen Neoliberalismus. Es hat diesen Doppelcharakter, der in der Wirtschaftsgeschichte weit zurückgeht. Ein Regelwerk für die Reichen, entgegengesetzte Regeln für die Armen. Das ist keine Überraschung. Es ist genau die Dynamik, die man erwartet. Lässt die Bevölkerung zu, dass man so weitermacht, geht es immer so weiter, bis zum nächsten Crash, der mittlerweile so sehr erwartet wird, dass Kreditagenturen die Beträge, die der Steuerzahler beim nächsten Crash zahlen wird müssen, mit einrechnen. Was bedeutet, dass die Begünstigten dieser Ratings, wie die großen Banken, sich Geld billiger leihen können? Kleinere Mitbewerber ausstechen können. Und alles konzentriert sich immer mehr. Wo man hinsieht, wird Politik genau so gestaltet, was niemanden überraschen sollte. Das passiert, wenn man einem schmalen, wohlhabenden Sektor Macht in die Hände legt, der natürlich seine eigene Macht vergrößern will, so wie man es erwarten würde. Die Konzentration von Wohlstand führt zur Konzentration politischer Macht. Besonders, weil die Kosten für Wahlkämpfe in die Höhe schießen, was politische Parteien von großen Unternehmen abhängig macht. Citizens United, das war im Jänner 2009, denke ich, das war eine sehr wichtige Entscheidung des obersten Gerichtshofs, aber sie hat eine Geschichte und man muss die Geschichte in Betracht ziehen. Im 14. Zusatzartikel zur Verfassung der USA heißt es unter anderem, in niemandes Rechte kann ohne rechtsstaatliches Verfahren eingegriffen werden. Die Absicht war klarerweise der Schutz befreiter Sklaven. Sie werden durch das Gesetz geschützt. Ich glaube, das wurde bei befreiten Sklaven nie angewendet. Und wenn, dann nur am Rande. Es wurde fast sofort bei Unternehmen, bei Gesellschaften verwendet. Ohne rechtsstaatliches Verfahren kann in ihre Rechte nicht eingegriffen werden. Sie wurden also dem Recht nach langsam zu Personen. Gesellschaften sind eine vom Staat kreierte juristische Fiktion.
Vielleicht sind sie gut, vielleicht sind sie schlecht, aber sie Personen zu nennen, ist ungeheuerlich. Sie haben vor circa einem Jahrhundert Persönlichkeitsrechte bekommen und das zog sich durch das 20. Jahrhundert. Man hat Gesellschaften wesentlich mehr Rechte gegeben, als Personen sie haben. Wenn also zum Beispiel General Motors in Mexiko investiert, bekommen sie nationale Rechte, mexikanische Geschäftsrechte. Der Begriff der Person wurde zwar erweitert und umfasst auch Gesellschaften, aber er wurde gleichzeitig auch enger gefasst. Nimmt man die 14. Zusatzvereinbarung wörtlich, dürfen keinem Ausländer Rechte abgesprochen werden, wenn es sich um eine Person handelt. Ausländer ohne Papiere, die hier leben, Gebäude bauen, den Rasen pflegen und so weiter, sie sind keine Personen. Aber General Electric ist eine Person, eine unsterbliche, supermächtige Person. Diese Perversion grundlegender Moral und der offensichtlichen Bedeutung des Gesetzes ist unglaublich. In den 1970ern entschieden die Gerichte, dass Geld eine Form von Sprache ist. Dann vergehen einige Jahre, bis es dann heißt, dass das Recht der Meinungsfreiheit von Unternehmen nicht beschnitten werden kann. Hauptsächlich, damit sie so viel Geld ausgeben können, wie sie wollen. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gesellschaften, die die Wahlen ohnehin schon kaufen, das jetzt nahezu ohne jegliche Einschränkung tun dürfen. Das ist ein ungeheurer Angriff auf den Rest Demokratie, den wir haben. Die Entscheidungen sind interessant. Der Richter Kennedy zum Beispiel. In seiner Entscheidung stand, CBS bekommt schließlich Meinungsfreiheit. Sie sind eine Gesellschaft. Also wieso sollte General Electric nicht so viel Geld ausgeben dürfen, wie es will? Es stimmt, dass der TV-Sender CBS Meinungsfreiheit hat, aber sie sollen einen öffentlichen Auftrag erfüllen. So soll es bei der Presse sein. General Electric will Geld machen für den Generaldirektor und ein paar Aktionäre. Es ist eine unfassbare Entscheidung. Sie versetzt das Land in eine Lage, in der die Macht von Unternehmen weit über das hinausreicht, was sie einmal war. Das ist Teil dieses Teufelskreises. Die Richter am obersten Gerichtshof haben ihren Job wegen reaktionärer Präsidenten. Und die wiederum sind dort, weil sie von Unternehmen finanziert werden. Es gibt eine organisierte Kraft. Sie hat einige Makel, aber mit all ihren Makeln ist sie ganz vorne dabei und versucht, das Leben der Allgemeinbevölkerung zu verbessern. Gewerkschaften. Sie sind außerdem eine Barriere für die Diktatur der Unternehmen. Sie sind die einzige Barriere in diesem Teufelskreis, der zur Diktatur der Unternehmen führt. Ein wichtiger Grund für den gemeinsamen, fast fanatischen Angriff auf Gewerkschaften ist, dass sie eine demokratisierende Kraft sind. Sie schaffen eine Barriere, die die Rechte der Arbeiter verteidigt, aber auch die Rechte der Bevölkerung generell. Das greift in die Privilegien und in die Macht derer ein, die die Gesellschaft besitzen und verwalten. Ich sollte erwähnen, dass die Stimmung gegen Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten so stark ist, dass der wesentliche Punkt im Arbeitsrecht, das grundlegende Prinzip der Internationalen Arbeitsorganisation, das Recht auf Vereinigungsfreiheit ist, also das Recht, Gewerkschaften zu bilden. Die USA haben das nie ratifiziert. Ich glaube, da sind sie unter den großen Gesellschaften die einzigen. Es wird also so weit außerhalb des Spektrums amerikanischer Politik betrachtet, dass es tatsächlich nie in Betracht gezogen wurde. Die USA haben verglichen mit anderen ähnlichen Gesellschaften eine lange und sehr gewalttätige Geschichte, was Arbeitsrechte angeht.
Aber die Arbeiterbewegung war sehr stark. Ab den 1920ern, einer Zeit sehr ähnlich der heutigen, wurde sie praktisch zerschmettert. Der Fernfahrerstreik erreichte seinen Höhepunkt mit schweren Unruhen und vielen Opfern. Auf den Straßen der Stadt herrscht offener Krieg. 3000 Gewerkschaftsmitglieder kämpfen gegen 700 Polizisten. Waffen, Tränengas, Schlagstöcke und Fäuste führen zu Verletzungen bei mehr als 80 Personen und kosten 2 das Leben. Mitte der 30er Jahre kam das Thema wieder auf. Franklin Delano Roosevelt selbst stand einer progressiven Gesetzgebung, die im Nutzen der allgemeinen Bevölkerung war, wohlwollend gegenüber. Aber er musste sie irgendwie durchbringen. Er sagte zu den Gewerkschaftsführern und anderen: Zwingt mich, es zu tun. Er meinte damit: Geht raus und demonstriert, organisiert euch, protestiert, führt die Arbeiterbewegung voran. Wenn der Druck der Bevölkerung ausreichend ist, werde ich die Gesetze durchbringen können, die ihr wollt. Ich bin nicht dafür, zu einem Konzept der Freiheit zurückzukehren, das über viele Jahre hinweg vorsah, dass ein freies Volk im Dienst einer privilegierten Minderheit zu handeln hat. Ich ziehe eine breitere Definition von Freiheit vor. I prefer that broader definition of liberty. Es war also eine Mischung aus wohlwollender Regierung und, ab der Mitte der 30er, bedeutendem Aktivismus in der Bevölkerung. Es gab Arbeitskampfmaßnahmen. Es gab Sitzstreiks, die für Eigentümer sehr beängstigend waren. Ein Sitzstreik ist nur noch ein Schritt davon entfernt, zu sagen, wir brauchen keine Vorgesetzten, wir können das auch alleine. Die Unternehmen waren entsetzt. In der Wirtschaftspresse in den 30ern las man über die Gefahr, die Unternehmern bevorstand, und die wachsende politische Macht der Massen, die unterdrückt werden musste. Das alles wurde während des Zweiten Weltkriegs auf Eis gelegt. Aber direkt danach wurden von Unternehmern mit voller Kraft Offensiven gestartet. Das Taft-Hartley-Gesetz. Das Taft-Hartley-Gesetz wurde ausschließlich zu einem Zweck verfasst, und zwar um die Gerechtigkeit und Gleichheit in Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen wiederherzustellen. In der McCarthy-Ära kam es dann zu massiven unternehmerischen Propaganda-Offensiven gegen Gewerkschaften. Noch viel mehr in den Reagan-Jahren. Reagan sagte der Geschäftswelt im Wesentlichen: Wenn ihr Vereinigungen und Streiks illegal zerschlagen wollt, nur zu. Sie verstoßen gegen das Gesetz, und wenn sie nicht innerhalb von 48 Stunden zur Arbeit antreten, haben sie damit ihre Jobs eingebüßt und werden gekündigt. In den 90ern und unter George W. Bush entwickelte es sich rasant so weiter. Mittlerweile haben weniger als 7% der Arbeiter in der Privatwirtschaft Gewerkschaften. Die Folge ist, dass die übliche Kraft gegen eine Offensive der klassenbewussten Unternehmer nicht mehr existiert. Jemand mit Machtstellung möchte das Klassenbewusstsein bewahren, aber nur für sich selbst. Überall anders kann er es aber nicht gebrauchen. Im 19. Jahrhundert, in den Anfangsjahren der industriellen Revolution in den Vereinigten Staaten, war das den Arbeitern sehr bewusst. Tatsächlich unterschied sich Lohnarbeit für sie nicht großartig von der Sklaverei, abgesehen von der Tatsache, dass sie temporär war. Der Gedanke wurde sogar so beliebt, dass er zum Slogan der Republikaner wurde. Das Klassenbewusstsein war sehr hoch. Im Interesse von Macht und Privilegien ist es allerdings gut, dem Volk diese Gedanken auszutreiben. Sie sollen nicht wissen, dass sie eine unterdrückte Klasse sind. Wir haben also eine der wenigen Gesellschaften, in denen man nicht über Klassen spricht. Tatsächlich ist das Klassenkonzept ein sehr simples. Wer gibt die Befehle? Wer befolgt sie? Im Wesentlichen definiert das die Klassen. Das
Die PR-Branche, die Werbebranche, deren Aufgabe die Kundengewinnung ist, ist ein Phänomen, das sich in den freiesten Ländern entwickelt hat, in Großbritannien und den USA. Und der Grund dafür ist ziemlich offensichtlich. Vor etwa einem Jahrhundert wurde klar, dass es nicht einfach sein wird, die Bevölkerung mit Gewalt zu kontrollieren. Dafür gab es schon zu viel Freiheit. Arbeiterbewegungen in vielen Ländern, Arbeiterparteien im Parlament, Frauen durften langsam wählen und so weiter. Man brauchte also andere Mittel, um das Volk zu kontrollieren. Man hatte verstanden, dass man die Menschen durch das Kontrollieren ihrer Ansichten und Einstellungen kontrollieren muss. Einer der besten Wege, die Einstellungen der Menschen zu kontrollieren, ist, was der politische Ökonom Thorstein Veblen Konsumentenschaffen nannte. Wenn man Bedarf schafft und Dinge, die für die Menschen gerade mal so erreichbar sind, zur Essenz des Lebens macht, dann wird der Mensch dazu verleitet, Konsument zu werden. In der Wirtschaftspresse in den 1920ern sprach man von der Notwendigkeit, Menschen zu den oberflächlichen Dingen des Lebens zu lenken, wie zum Beispiel modischem Konsum. Das hält sie einem vom Hals. Lehren wie diese finden sich bei Intellektuellen überall, wie bei Walter Lippmann, einem der Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Er schrieb berühmte Essays über die Demokratie, in denen er genau diese Meinung vertrat. Die Öffentlichkeit muss in ihre Schranken gewiesen werden, damit verantwortungsvolle Menschen ohne Behinderung durch die ahnungslose Herde Entscheidungen treffen können. Sie sollen Zuschauer sein, keine Teilnehmer. Dann kommt eine funktionierende Demokratie heraus. Zurück zu Madison und weiter zu Powells Memorandum und so weiter. Mit diesem Ziel vor Augen, Konsumenten erschaffen, ist die Werbebranche geradezu explodiert. Und sie setzt es mit großer Raffinesse um. You don't see many wild stallions anymore. He's one of the last of a wild and very singular breed. Come to Marlborough Country. Das Ideal sehen wir heute. Wenn Teenager an einem freien Samstagnachmittag ins Einkaufszentrum gehen, anstatt in die Bibliothek oder so. Die Idee dahinter ist, jeden zu kontrollieren und die gesamte Gesellschaft zum perfekten System zu machen. Das perfekte System wäre eine Gesellschaft, die auf einer Zweierbeziehung basiert, ein Paar. Und dieses Paar besteht aus dir und deinem Fernseher. Oder jetzt vielleicht aus dir und dem Internet, das dir zeigt, wie man sein Leben leben soll, welche Geräte man haben sollte. Und man opfert Zeit und bemüht sich, all diese Dinge zu haben, die man eigentlich nicht braucht, nicht will und vielleicht wegwirft. Aber das ist der Maßstab für ein ordentliches Leben. Das sieht man bei der Fernsehwerbung. Wenn Sie je einen Kurs in Wirtschaftswissenschaften besucht haben, wissen Sie, dass Märkte darauf basieren sollen, dass informierte Konsumenten rationale Entscheidungen treffen. Hätten wir so ein System, ein Marktsystem, dann würde General Motors in seinen Werbungen die Kunden einfach informieren. Das hier verkaufen wir. Aber so sieht keine Autowerbung aus. Eine Autowerbung ist ein Footballheld, eine Schauspielerin, ein Auto, das irgendwas Verrücktes macht, wie einen Berg rauffahren oder so. Das Ziel ist, uninformierte Konsumenten zu schaffen, die irrationale Entscheidungen treffen. Darum geht es in der Werbung. Und wenn diese Institution, das PR-System, Wahlkämpfe führt, macht sie das genauso. Sie wollen eine uninformierte Wählerschaft schaffen, die irrationale Entscheidungen trifft, selbst gegen ihre eigenen Interessen. Wir sehen das jedes Mal, wenn eine dieser extravaganten Veranstaltungen stattfindet. Direkt nach der Wahl erhielt Präsident Obama einen Award von der Werbebranche für die beste Marketingkampagne. In den USA wurde darüber nicht berichtet, aber in der internationalen Wirtschaftspresse konnte man von euphorischen Managern lesen.
Sie sagten, seit Reagan verkaufen, vermarkten wir Kandidaten wie Zahnpasta. Und das ist unser größter Erfolg. Normalerweise stimme ich Sarah Palin nicht zu, aber wenn sie sich über das Gequatsche von Hoffnung und Veränderung lustig macht, hat sie recht. Obama hat nicht wirklich irgendwas versprochen. Es ist hauptsächlich eine Illusion. Sehen wir uns seine Rhetorik bei der Kampagne an. Es wird wenig über politische Themen gesprochen, und zwar aus gutem Grund, weil die öffentliche Meinung zu politischen Themen scharf von dem getrennt ist, was die Zwei-Parteien-Führung und ihre Geldgeber wollen. Die Politik konzentriert sich immer mehr auf die privaten Interessen derer, die die Kampagnen finanzieren, während die Öffentlichkeit an den Rand gedrängt wird. Einer der führenden Politikwissenschaftler, Martin Gillens, hat eine Studie über die Beziehung zwischen der Einstellung der Öffentlichkeit und der Politik veröffentlicht. Er zeigt, dass etwa 70% der Bevölkerung die Politik in keiner Weise beeinflussen können. Sie könnten genauso gut in einem anderen Land sein, und das wissen sie auch. Die Bevölkerung ist wütend und frustriert, hasst Institutionen, und diese Reaktion ist nicht gerade konstruktiv. It's not acting constructively to try to respond to this. There is popular mobilization. Es gibt Mobilisierung und Aktivismus in der Bevölkerung, aber mit einer sehr selbstzerstörerischen Richtung. Es nimmt die Form nicht zielgerichteten Zorns an, die Form von Angriffen aufeinander und auf empfindliche Zielgruppen. Das passiert in Fällen wie diesem. Es zerstört soziale Beziehungen, aber das ist der Sinn dahinter. Das Ziel ist, dass die Menschen einander hassen und fürchten, nur auf sich selbst schauen und nichts für andere tun. Man sieht das besonders an jedem 15. April. Der 15. April ist eine Art Maßstab, der Tag, an dem man seine Steuern zahlt. Ein Maßstab dafür, wie demokratisch die Gesellschaft ist. In einer wirklich demokratischen Gesellschaft wäre der 15. April ein Tag des Feierns, ein Tag, an dem die Bevölkerung zusammenkommt und entscheidet, jene Programme und Aktivitäten zu finanzieren, auf die sie sich geeinigt haben. Was gibt es Besseres? Man sollte es feiern. So ist es in den USA nicht. Es ist ein Tag der Trauer. Ein Tag, an dem eine fremde Macht, die nichts mit dir zu tun hat, herabsteigt, um dir dein hart verdientes Geld zu stehlen. Und du tust alles, um es zu verhindern. Das ist eine Art Maßstab dafür, in welchem Ausmaß die Demokratie, zumindest im Bewusstsein der Öffentlichkeit, tatsächlich funktioniert. Kein sehr ansprechendes Bild. Diese Trends in der amerikanischen Gesellschaft, über die wir gesprochen haben, außer sie wurden umgekehrt, das wird eine furchtbar hässliche Gesellschaft werden. Ich meine, es ist eine Gesellschaft, die auf Adam Smiths Grundsatz alles für mich, nichts für die anderen basiert. Eine Gesellschaft, in der normale menschliche Instinkte und Emotionen wie Mitgefühl, Solidarität und gegenseitige Unterstützung verdrängt werden. Das ist eine derart hässliche Gesellschaft. Ich will nicht einmal wissen, wer darin leben wollen würde. Nicht meine Kinder, wenn es nach mir geht. Basiert die Gesellschaft auf Kontrolle durch privaten Wohlstand, dann spiegelt sie die Werte wider, die sie jetzt auch widerspiegelt. Die Gier, das Streben nach maximalem persönlichem Nutzen auf Kosten von anderen. Jede kleine Gesellschaft, die auf diesem Prinzip aufbaut, wäre hässlich, aber sie könnte überleben. Aber eine globale Gesellschaft, die auf diesem Prinzip aufbaut, steuert auf massive Zerstörung zu. I
Ich glaube nicht, dass wir schlau genug sind, uns detailliert vorzustellen, wie eine vollkommen gerechte und freie Gesellschaft aussehen würde. Ich denke, wir könnten einige Richtlinien nennen und, noch wichtiger, uns fragen, wie wir in diese Richtung fortschreiten können. John Dewey, der führende Sozialphilosoph des späten 20. Jahrhunderts, behauptete, dass wir keine funktionierende demokratische Gesellschaft haben werden, bis alle Institutionen, Produktion, Handel, Medien unter partizipatorischer demokratischer Kontrolle sind. Um es mit seinen Worten zu sagen, die Politik ist der Schatten, den die Wirtschaft auf die Gesellschaft wirft. Das stimmt im Wesentlichen. Well, that's essentially true. Es gibt Strukturen von Autorität, Herrschaft und Hierarchie. Jemand gibt Befehle, ein anderer nimmt sie entgegen. Sie sind nicht sachlich gerechtfertigt, aber sie müssen sich rechtfertigen. Sie haben eine Beweislast zu erfüllen. Sieht man genau hin, merkt man, dass sie sich nicht selbst rechtfertigen können. Wenn sie es nicht können, müssen sie weg. Wir müssen versuchen, die Domäne der Freiheit und Gerechtigkeit zu erweitern, indem wir diese Form unrechtmäßiger Autorität abschaffen. Und das, was wir alle bisher als Fortschritt anerkannt haben, war genau das. Die Dinge ändern sich, wie sie es tun, weil viele Menschen die ganze Zeit daran arbeiten. Sie arbeiten in ihren Gemeinden, an ihrem Arbeitsplatz oder wo auch immer sie gerade sind. Und sie schaffen eine Grundlage für Bewegungen, die Veränderungen bewirken werden. So ist alles in der Geschichte passiert. Nehmen wir zum Beispiel die Meinungsfreiheit, eine der wahren Errungenschaften der amerikanischen Gesellschaft. Wir waren weltweit die Ersten damit. Sie ist nicht in der Bill of Rights verankert. Sie steht nicht in der Verfassung. Fragen der Meinungsfreiheit kamen im frühen 20. Jahrhundert zum obersten Gerichtshof. Der wesentliche Beitrag folgte in den 1960ern. Einer der wichtigsten Beiträge war ein Fall in der Bürgerrechtsbewegung. Da hatte man eine massive Volksbewegung, die Rechte forderte und sich weigerte, nachzugeben. Und in diesem Zusammenhang hat der Oberste Gerichtshof einen ziemlich hohen Standard für Meinungsfreiheit gesetzt. Oder nehmen wir die Frauenrechte. Auch Frauen erkannten nach und nach repressive Strukturen, die sie nicht akzeptieren wollten. Sie holten andere Leute zur Unterstützung dazu. So erkämpft man Rechte. Auch ich habe einen Teil meines Lebens mit Aktivismus verbracht. Darüber wird nicht öffentlich berichtet, aber ich bin eigentlich nicht wirklich gut darin. Ich bin nicht wirklich gut im Organisieren. Wir sehen ganz klar einige sehr schwere Mängel und Fehler in unserer Gesellschaft, auf kultureller Ebene, bei unseren Institutionen, die korrigiert werden müssen, indem wir außerhalb des akzeptierten Rahmens handeln. Wir werden neue Wege des politischen Handelns finden müssen. Es waren Aktivisten, die die Rechte geschaffen haben, die wir heute genießen. Sie verfolgen nicht nur eine Politik, die auf Informationen basiert, die sie bekommen, sondern sie tragen auch zum Verständnis bei. Es ist ein wechselseitiger Prozess. Man versucht etwas, man lernt. Man lernt, wie die Welt ist. Das beeinflusst das Verständnis darüber, wie es weitergehen soll. Es gibt riesige Möglichkeiten. Es ist eine sehr freie Gesellschaft, noch immer die freieste der Welt. Die Regierung hat wenig Kapazität, um Dinge zu erzwingen. Firmen können versuchen, etwas zu erzwingen, aber sie haben nicht die Mechanismen dafür. Es kann also viel erreicht werden, wenn sich die Menschen organisieren und für ihre Rechte kämpfen, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Es gibt viel zu gewinnen. Um es mit den Worten meines langjährigen engen Freundes, dem verstorbenen Howard Zinn, zu sagen, was zählt, sind die unzähligen kleinen Taten unbekannter Menschen, die die Grundlage schaffen für bedeutende Ereignisse, die in die Geschichte eingehen.
Sie sind diejenigen, die in der Vergangenheit etwas getan haben und die es in Zukunft tun werden müssen.